So, ihr kleinen Roblox-Freunde, heute machen wir was ganz Besonderes und zwar werden wir nämlich heute diese ganz vielen verrückten Münzen sammeln, okay? Das hier ist der neue Coin Simulator, der tatsächlich mir empfohlen wurde. Den schauen wir uns gemeinsam an und wir gucken mal, was das Ganze denn damit zu tun hat. Sprich, also hier ist das gesamte System so aufgebaut, dass man durch diese ganze Menge an Coins durchläuft, die man dann am Ende des Tages wahrscheinlich wieder verkaufen kann. Die Frage ist, warum verkaufen wir überhaupt Münzen an Geld, um wieder an Münzen zu kommen? Das ist die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle. Nun ja, gucken wir mal, was passiert. So, unser Rucksack ist voll, dementsprechend gehen wir jetzt auf Verkaufen und verkaufen tatsächlich unser Geld und kaufen uns davon Diamanten. Das ist das, was ich noch nicht so ganz richtig verstanden habe in diesem Spiel, aber wir schauen mal, was das Ganze mit den Upgrades und mit den anderen Sachen dann auf sich hat und wir gucken mal, was das Ganze uns dann bringt. Wir können uns hier Speed kaufen, sprich also wir können schneller laufen, ne? Und hier haben wir tatsächlich sogar Fire Speed als nächstes Level. Interessant, das heißt also, wenn wir uns jetzt, wenn wir 1 drücken, oh mein Gott, wild! Oh, 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 seht ihr das? Also, immer, wenn wir richtig schnell laufen wollen, drücken wir 1 und dadurch haben wir jetzt hier unten Fähigkeiten, ja? Wir haben leider keine zweite und dritte Fähigkeit, aber wir haben immer noch die erste und die aktiviere ich jetzt. Wuhu! Oh, und schon sind wir wieder voll. Schnell verkaufen und schnell wieder aufsammeln, solange die Fähigkeit läuft. Okay, okay, ich verstehe. Das heißt also, wir haben jetzt tatsächlich unsere Fähigkeit geupgradet und schauen mal, was es mit den Kosmos-Skills auf sich haut. Also, es gibt insgesamt immer 3 Skills. Es gibt immer einen gelben Skill. Warte mal, damit wir das erstmal kurz gelernt haben, ne? Warte, kurz hier rauslaufen. Es gibt immer einen Speed-Skill, es gibt immer einen Kosmos-Skill und es gibt einen Thunder-Skill, okay? Das heißt also einen Blitz-Skill, beziehungsweise einen Strom-Skill oder wie auch immer, okay? Hier haben wir einen Kosmos-Skill. Ich weiß nicht, was das damit auf sich hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich bedeutet, dass wir vielleicht damit die Münzen anziehen können. Bedeutet das? Oh mein Gott, was? Wir haben einfach gerade die Münzen einfach hochgehoben. Habt ihr das gerade gesehen? Und jetzt laufen wir hier gerade durch die ganzen Münzen durch. Wow! Alter, das ist ein sehr lustiges, cooles Prinzip, wo man tatsächlich die ganze Zeit einfach nur Münzen sammeln muss. Schauen wir mal kurz bei Thunder Skills rein, um zu gucken, was es dort denn gibt. Also, da können wir uns für 280 Münzen, ne? Die holen wir uns jetzt gleich. Los, renne, Rosalino, hol dir die Münzen. Wupp, 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 wuppa. So, damit dürfen wir, glaube ich, jetzt schon wieder genug haben, ne? Können wir jetzt, glaube ich, hier wieder auf Sell gehen und haben jetzt wieder genug, um uns einen neuen Thunder Skill zu holen. Schauen wir mal rein, was der Thunder Skill so mit sich bringt. Also, der sorgt wahrscheinlich auch für irgendwas Besonderes. Und zwar können wir dadurch jetzt wahrscheinlich, mal gucken, ich drücke mal auf 3. Wow! Okay, damit können wir ein paar Münzen aus dem Dings beschwören. Also aus dem Jenseits beschwören. Und damit können wir überall die ganze Zeit Münzen aufheben. Sehr interessantes Prinzip. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz, ganz gespannt, was es mit sich bringt, wenn man das alles noch ein bisschen upgradet. Wir können tatsächlich hier auch nochmal Rucksäcke kaufen. Ne? Mal gucken, wie viel der nächste Rucksack kostet. Also der hier kostet 150, den haben wir. Und der hier kostet 2200, der hier kostet 450. Und da können wir 2275 von diesen Münzen reinlegen. Wow. Gucken wir mal rein, was es hier für alles für Game Passes gibt. Ja? Hier kann man sich die VIP holen. Doppelte Geschwindigkeit. Infinite Backpack. Doppelte Geschwindigkeit. Dann haben wir hier unseren Rang, ja, dann haben wir hier Verkaufene. Hier haben wir tatsächlich irgendwelche Ränge, die man irgendwie haben kann. Dafür braucht man 25 Millionen. Und es gibt natürlich noch Haustiere. Schauen wir mal rein, was wir denn für Haustiere hier bekommen können. Also, hier kann man sich tatsächlich Haustiere holen für Special Ultra Rare für 400 Robux oder für 2999 Robux dieses lilane Ding. Oh mein Gott. Okay, holen wir uns mal für 200 Robux hier ein Special Pet. Ich glaube, das wird uns wahrscheinlich helfen, hier relativ gut durchzukommen. Es ist ein Geist. Ha! Einfach ein Geist haben wir bekommen. Oh mein Gott, da fliegt mir ein Geist hinterher. Er sieht aus wie eine Quatschtüte. Okay, schauen wir mal rein, was dieser Geist uns jetzt bringt. Oh! Okay, Leute, ihr bemerkt, ich bekomme direkt 90 Münzen, wenn ich hier nur einmal durchlaufe, okay? Sprich also, jetzt können wir uns tatsächlich schon einen neuen Backpack holen. Und ich glaube, das Ganze wird uns natürlich helfen, hier ein bisschen schneller durchzukommen durch die ganze Materie. Los, rennen wir hier mal durch und gucken mal auf den Rucksack. Zack, zack, zack. Und 180 pro Münze und direkt verkaufen. Und schon wieder verkauft. Okay, gucken wir jetzt mal, was passiert, wenn wir beide Skills einsetzen hier. So, und dann gehe ich mal kurz hier hin und hebe mal alle Münzen hoch, die in der Nähe sind. Wuhu! Oh yeah! Und schon wieder 2000. So, dadurch haben wir jetzt 4000 und können mal gucken, ob wir unsere Skills upgraden können. Den Skill hier können wir upgraden mit 1750. Dadurch dürfen wir jetzt den Feuerlauf haben.
Dann können wir den Kosmos-Skill, glaube ich, ebenfalls upgraden, soweit ich weiß. 2000 kostet das. Und dadurch haben wir den Feuer-Kosmos. Okay, schauen wir mal rein, was wir jetzt für neue Skills haben. Also, der erste Skill dürfte jetzt mit Feuer verbunden sein. Sprich also, wir können jetzt ein bisschen schneller rennen. Okay, cool. Und länger können wir rennen. Und jetzt gucken wir mal, was der neue Kosmos macht. Okay, der neue... Also, okay, ich verstehe. Die neuen Skills bringen einfach immer nur mehr Geld, ja, und bringen aber am Ende des Tages keine neue Animation. So sieht das Ganze, glaube ich, aus. Ich glaube, wir brauchen mal einen neuen Rucksack, weil wir immer so schnell unseren Rucksack voll bekommen. Guck mal, für 6000, wenn wir da jetzt nochmal kurz loslaufen. Los, sammel die Sachen ein! Wuhu! Und jetzt haben wir ja genug. Oh mein Gott, wir sammeln so schnell die Sachen auf, das fasse ich sogar fast gar nicht. Wir brauchen schon wieder einen neuen Rucksack. So, jetzt haben wir hier 13.000. Ich bemerke auch gerade, dass wir Level 10 brauchen, um in die Unicorn-Zone zu kommen. Okay, gehen wir mal kurz hier hin, sammeln hier alles kurz auf und dann jetzt den Blitz schießen und dann, nachdem wir den Blitz geschossen haben, einfach hier nochmal diesen Thunder einsetzen, damit wir noch mehr Münzen bekommen und gehen jetzt direkt wieder verkaufen. Was? Jetzt haben wir schon 14.000. Oh mein Gott, das funktioniert so gut. Okay, warte mal. Wir holen uns jetzt nochmal Negativ-Speed. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wir bekommen jetzt vierfache Münzen und wir können noch schneller laufen, ne? Ich finde den Laufskill sogar, glaube ich, am allerbesten von allen. Und wir können den Thunder Skill, glaube ich, ein bisschen updaten. Der kostet nämlich nur noch 2500. Yeah. Okay. Also, gucken wir mal, wie schnell wir jetzt laufen. Woohoo! Also, wir sind auf jeden Fall schon einen Ticken schneller. Und ihr bemerkt auch, eieiei, wir bekommen definitiv mehr Münzen. Und schon haben wir gleich wieder nach dem Kosmos Skill. Warte, ich heb sie kurz hoch und ich glaube, zack, wir sind voll. Wow. Okay, jetzt haben wir wieder 15.000. Jetzt laufen wir hier gleich nochmal durch und setzen hier wieder ein Skill ein. Und zwar den Thunder Skill. Wie viel bekommen wir da durch? Warte, da sammeln wir jetzt die Sachen auf. Ah, und jetzt muss man die, Dings, die brennenden Münzen einsammeln, weil die bringen dann 360. Das ist ja unglaublich, wie viel das alles bringt. Und schon wieder 13.000. Oh Gott. Okay, also, neuen Rucksack brauchen wir jetzt, 28.000. Der kostet 32.000. Okay, ich bemerke auf jeden Fall, das Ganze ist auf jeden Fall schon ein bisschen ordentlicher hier. Aber schaut mal, hier gibt es VIP für 500 Robux. Okay, Leute, was? Ich habe nicht genug Robux? Leute, ich muss mir Robux kaufen. Eieieiei. Okay, Leute. Ich habe mir jetzt Robux gekauft. Ich glaube, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich diese Robux bekomme, weil das wahrscheinlich bei Roblox immer ein bisschen dauert. Aber ich habe natürlich den Code ROMAN verwendet, tatsächlich, um mich selber zu unterstützen. Das gleiche könnt ihr auch machen. Falls ihr Robux kauft, gebt immer bei dem Creator-Code einfach ROMAN ein. Dann könnt ihr mir einfach helfen und das kostet euch nicht mehr, sondern tatsächlich könnt ihr mich damit kostenlos unterstützen und damit eure Robux komplett genießen. Das würde mir wirklich helfen, diese Videos hier alle zu machen, weil ich brauche für die Videos immer eine Menge Robux, weil es nämlich manche Spiele gibt, Leute, die richtig, richtig teuer sind, okay? Also, wir schauen jetzt mal kurz rein, was wir uns nochmal für Speed-Skills hier holen können. Hier gibt es nochmal einen für 25.000, den wir uns holen können. Ich würde sogar sagen, ich gehe sogar jetzt immer auf die Speed-Skills, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass ich durch die Speed-Skills am allerschnellsten einnehmen kann, okay? Das Ganze bringt mir, glaube ich, immer am meisten, wenn ich da einfach nur immer Speed einsetze und ich dann einfach da durchlaufe ganz gemütlich, ne? Weil die anderen Skills, die sehen schon echt cool aus mit dem Hochheben und so, aber ich muss sagen, der Speed-Skill, der gefällt mir am meisten. Ja, damit kann ich irgendwie am meisten anstellen und ich kann jetzt nochmal kurz hier zum Backpack gehen und dann gehe ich nochmal hier hin und dann hole ich mir nochmal den neuen Backpack. Solange schaue ich mal, ob ich meine neuen Robux schon bekommen habe in dem VIP-Bereich. Okay. Schauen wir mal kurz rein, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Warte mal, hier gibt es noch ein Chicken Egg, ja? Ein Hühnchenei. Das kostet 500 Dings nur. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Lass uns mal auf jeden Fall die anderen Tiere jetzt noch holen. Wir haben ein Robux-Tier. Wir haben einen Hund bekommen. Nice. Lass mal noch eins öffnen. Die kosten ja alle nur 500. Das ist ja richtig cool. Ein Fisch. Oh mein Gott, ein Fisch. Ich liebe Fische. So, schauen wir noch mal rein. Ein Pig. Einfach ein Schweinchen. Nicht übel. So, dann gucken wir noch mal rein. Was haben wir da? Einen weiteren Fisch. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Haustiere wir gleichzeitig haben können. Und ich glaube, wir nehmen mal hier die Besten der Besten. Und das Schwein gibt tatsächlich sogar dreifache. Das heißt also, das hier, warte mal, was ist das Schlechteste? Der Fisch ist der Schlechteste. Also nehmen wir lieber noch ein Schweinchen mit rein in unsere Gruppe. Das heißt also, wir haben dann einen Hund mit 1,5 und dann noch mal das Schweinchen. Damit sind wir auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen besser gewappnet. Und dann können wir uns hier noch mal kurz mit den ganzen Münzen hier vergnügen und die noch mal alle einsammeln.
sammeln. Oh Junge, das sind richtig viele. Und jetzt verkaufen wir 48.000. Okay, schauen wir mal kurz in die VIP-Bonus-Runde rein. Mal gucken, das ist eigentlich nur ein Bonusbereich. Wir haben jetzt neue Robux geholt, Leute. Und jetzt haben wir das Ding freigeschaltet. Okay, gucken wir uns das mal an, wenn wir hier durchlaufen. Hui, was? Wir sind jetzt schon voll. Oh mein Gott, niemals, oder? Okay, also, so wie es aussieht, bekommen wir da drinnen tatsächlich die Punkte, die wir wollen. Was? Ich laufe da nur kurz eine Sekunde rein und ich habe direkt alles voll. Okay, Leute, das sieht schon echt krass aus. Guck mal, der versucht hier die ganze Zeit reinzukommen, aber wir, können hier gleich einfach so reingehen. Und, was mir auch aufgefallen ist, dort gibt es ein Egg auf VIP-Pets. Das heißt also, da kann ich mir also meine VIP-Pets holen. Die gibt es für 15 Millionen. Oder für 50 Robux einöffnen. Ich glaube, ich zahle mal 50 Robux und wir holen uns mal ein VIP-Pad. Eine Bombe! Oh mein Gott. Okay, Leute, relax. Wir gucken mal rein, was das ist. Also, die Bombe gibt mal 38. Oh mein Gott, das ist richtig viel. Okay, wir werden jetzt mal kurz das hier anequippen und dann einfach die Bombe equippen. Und die Bombe bringt einfach mega viel, okay? Oh mein Gott. Okay, wir brauchen definitiv einen größeren Rucksack, okay? Also, wir gehen jetzt nochmal kurz hier hin und kaufen uns alle Rucksäcke frei. Was? Der kostet 1,5 Millionen. Hier passen aber auch 425.000 rein. Oh, Junge. Okay, wir sind sogar gleich schon Level 10. Das heißt also, wir können gleich sogar das Regenbogen-Level nochmal kurz ansehen. Sprich also, wir gehen mal kurz hier rein. Oh, wir bekommen 10.000 pro einmal einsammeln. Und Leute, warte mal. Oh, schon. Warte mal, wie viel kostet Infinity? Nee, Infinity Backpack brauchen wir nicht. Der ist ein bisschen zu teuer, weil wir haben nämlich jetzt schon wieder 520.000. Das ist... wir haben die Unicorn Zone freigeschaltet, weil wir einfach Level 10 geworden sind. Yeah, yeah, yeah. Okay, schauen wir mal rein, was wir hier beim Unicorn Level haben. Hier gibt es übrigens auch das Unicorn Egg. Hier kriegt man 7.000. Hier die Bull Zone bringt tatsächlich mal 50 Bonus. Gar nicht mal so übel. Das heißt, hier kann man übrigens auch noch ein bisschen mehr relaxen und mehr die Sachen aufheben. So, ich hebe hier nochmal kurz die Sachen auf. Es lohnt sich übrigens, erst den Blitz zu machen, ne, und danach einfach sofort dieses Aufheben zu machen, weil man dann nämlich sofort die Blitzdinger aufhebt. Coole Sache eigentlich. Und ich bemerke auch tatsächlich, dass beim VIP, ja, Free Coins Hero Pad, warte mal, Free Coins Hero Pad, Join the Group, Oh Crazy Games, achso, ja, okay, dafür muss man das Spiel sozusagen liken. Hm, okay, schade. Naja, wir laufen nochmal kurz in unsere Bonusrunde hier rein und schon sind wir wieder voll. Wow. Also, wir haben schon 1,73. Wir können jetzt sogar hier die ganzen anderen Sachen kaufen. Das kostet schon wieder 4. Also, wir haben tatsächlich schon 9 Galaxy Run bekommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nämlich nochmal verkaufen gehen, Leute, dann haben wir tatsächlich den nächstgrößeren Backpack. Und guck mal, jetzt sind wir hier wieder im VIP und schon voll. Nice. So, 1,5 Millionen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen für... Warte mal. 1,5 Millionen. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Galaxy Unicorn Backpack. Der sieht mega nice aus. Und wir können jetzt tatsächlich 5,2 Millionen halten. Okay? Das heißt also, wir dürfen, glaube ich, einen Rundlauf hier im VIP-Bereich schaffen, ne? Das heißt, wir laufen hier einmal kurz durch und verkaufen... Was? Oh mein Gott, wir haben jetzt gerade 5,2 Millionen verdient. Was? Wir sind da drin so schnell voll, das ist unglaublich, Leute. Schaut mal, ich heb mal einmal auf und wir gucken mal, wie viel Geld das bringt. Und wie viele Münzen haben wir jetzt aufgehoben? Was steht dran? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gerade 700.000 hochgekommen? Ich glaube, dieser Lauf ist immer noch am besten, Leute. Das mit dem Laufen ist immer noch am besten. Ich schau mal rein, wie viel mich das kostet, den nächsten Backpack zu kaufen. 15 Millionen in Rot. Okay, das ist kein Problem. Oh, guck mal. Ein weiterer Arizolino. Die Leute. Übrigens, falls ihr mit mir spielen wollt, unbedingt in die Roblox-Gruppe reinjoinen. Damit könnt ihr mich auf jeden Fall unterstützen. Und ihr kommt der Community ein bisschen näher. Dann könnt ihr neue Freunde finden und mit denen gemeinsam Roblox spielen. Ich glaube, wir holen uns noch ein paar VIP-Pads, oder? 15 Millionen kostet der eins. Wir machen mal ein paar auf. Vielleicht bekommen wir einen seltenen. Oh, die Table Mask. Okay, mal gucken. Wir öffnen noch einen. Komm schon, Baby. Es ist wieder eine Bombe geworden. Okay, und noch eine können wir aufmachen. Komm schon. Komm schon. Der Stone Golem. Okay. Oh, der Stone Golem ist mit 8% sehr selten. Wir schauen rein. Was haben wir da? Also, Stone Golem mal 68, Leute. Mal 68, der Stone Golem. Mal 35, die Bombe ist heftiger. Das heißt also, wir nehmen den Stone Golem mit rein. Leute, ich glaube, jetzt bekommen wir richtig Münzen. 300.000 pro Aufheben von einer Münze, Leute. Ich glaube, wenn wir gleich verkaufen gehen, das wird, glaube ich, richtig wild werden. Wir machen mal einen Stoß. So. Und dann machen wir jetzt gleich nochmal einen Schlag. Und dann laufen wir den ganzen Münzen mal hinterher.
Ja, das sieht heftig aus. Wir sind voll. Okay. Okay, 72 Millionen. Wahnsinn, wir sind sogar schon Level 16. Das heißt, also warte mal, wir können uns sogar gleich nochmal wieder gleich Haustiere holen. Das heißt also, dann könnten wir vielleicht noch mehr Bonus holen. Aber ich denke nicht, dass wir dann nochmal so viel Glück haben werden, das einprozentige Tier zu bekommen. Wir heben wieder Münzen hoch. Wow, und jetzt hochheben, hochheben, hochheben. Yeah. So, 35 Millionen haben wir gerade durch diesen einen Skill gemacht. Oh mein Gott. Also, wir brauchen übrigens auch schon fast 100 Millionen Experience, um tatsächlich Level Up zu werden. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ganz schön schwer, ohne hier Robux auszugeben, so weit zu kommen, ja? Und ich mache das ja auch schon die ganze Zeit in der VIP-Area mit den besten Pets und allem, was es überhaupt nur gibt, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, was ich jetzt zum Beispiel machen könnte, ich laufe hier nochmal kurz einmal durch, ja? Dann mache ich hier nochmal kurz den Blitzschlag, damit... Achso, ich laufe hier nochmal kurz durch. So, und jetzt nochmal den Blitzschlag für alle um die Ecke. Und dann nach dem Blitzschlag direkt hochheben. Das dürfte 65 Millionen geben. Ja, voll. 13 Millionen. Okay. So, jetzt haben wir 202 Millionen. Jetzt müsste ich eigentlich die Speed-Skills upgraden können. Und zwar einmal für 4 Millionen und einmal für 50 Millionen. Und einmal, fast nochmal für 148 Millionen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier nochmal kurz durchlaufen und ich das dann gleich verkaufe, dann dürfte ich genug Geld eigentlich haben. Oder? Dürfte das reichen? Nee, das reicht nicht. Das ist zu langsam. Ich muss in den VIP-Bereich. Oh Gott. Okay, warte mal. Wir versuchen nochmal unser Bestes. Wir heben einfach jetzt hier ein paar auf und dann dürfte das reichen. Oder? So. Einmal hochgehoben, verkauft, 154 Millionen. So, jetzt haben wir insgesamt um 150 Millionen. Das sind mal 60. Wir haben drei Haustiere mal 60. Das ist das Krasseste überhaupt. Oh mein Gott, ich bekomme 700.000 pro Aufheben, okay? 700.000, so viel habe ich noch nie gehabt in diesem Spiel. Naja, ich spiele es auch das erste Mal, deswegen ist es eigentlich eine ganz klassische Sache. Aber, oh, okay, man bemerkt jetzt, wie schnell unser Rucksack voll geht, ne? Man darf es bemerken und wie lange wir jetzt schon laufen können. Wir können jetzt so lange laufen, davor ging das nicht. Und wir können fast immer laufen. Guck mal, wir sind jetzt gleich wieder voll, wenn ich einmal hier wieder durchlaufe. Zack, einmal hier durchgelaufen, einmal da durchgelaufen, einmal durch die ganze Menge, schon wieder voll. Und jetzt kann ich schon wieder darüber laufen, ne? Weil ich nämlich jetzt wieder 134 Millionen... Ah, und guck mal, wir leveln jetzt auch nochmal viel schneller. Ich glaube, ich spiele das hier nochmal ein bisschen kurz weiter. Und dann gucken wir mal, wie die Level 20 aussieht beim Bullen-Level. Und dann dürfen wir, glaube ich, auch genug haben. Okay, ein letzter Lauf. Und ich glaube, jetzt dürfen wir Level 20 werden. Werden wir Level 20! Wuhu! Ich habe die Bullzone freigeschaltet. Okay. Und ich glaube sogar, wenn wir sogar richtig gut sind, können wir sogar jetzt verkaufen. Und bevor wir in die Bullzone gehen, können wir uns hier bei Backpacks den Bull-Backpack holen. Der hat tatsächlich so zwei Hörner hinten drauf und eine kleine, ja, Zugnase, wo man den Bullen dran ziehen kann, ne? Und dann sehen wir hier auch schon den Bullenkopf. Das heißt also, wir können da jetzt reinlaufen und jetzt gucken wir mal, was das Ganze denn mit sich bringt. Weil hier steht dran, dass man mal 50 hier die Sachen freischalten kann und hier bekommt man nur 9.800. Das heißt also, die VIP-Zone ist schon wirklich besser. Danach kommt die Drachenzone. Wir schauen mal, was das Bull Egg da hat. Okay. Ein Bull Egg sind 1,2 Milliarden. Okay? Das ist echt eine Menge Kohle. Okay? Wir können vielleicht nochmal zum Schluss ein Bullenei öffnen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt gehen wir dahin und kaufen uns ein Bullzone-Ei für 1,2 Milliarden. Let's go. Los, komm schon, gib mir ein Mythical. Es ist ein Sabertooth geworden. Mal gucken, was gibt der Sabertooth? Ist er selten? Ist er wirklich das wert, was er macht? 59. Ja, tatsächlich ist es ein Upgrade zu unserer Bombe. Nun gut, es hat sich gelohnt. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss, Kowski.